Hallo, im heutigen Video möchte ich auf das Thema Bildbearbeitung zu sprechen kommen. Hier gibt es sicherlich sehr viele Methoden und ich bin hier auch nicht der absolute Spezialist, ich möchte euch nur mal mein Vorgehen zeigen. Ich habe hier Capture One geöffnet, das ist jetzt der RAW-Konverter meiner Wahl. Mit Adobe Photoshop Lightroom würde es aber sehr ähnlich aussehen. Ich habe jetzt dieses Bild für heute einmal ausgewählt. Und das zeigt einen Mönchsittich, den ich in Valencia im vergangenen Januar fotografieren konnte. Und was ich als allererstes machen möchte, ist das Bild etwas zuschneiden, da mir dieses Foto mit der Straße, die man da unten noch im Bild hat, überhaupt nicht gefällt. Wichtig ist hier noch anzumerken, dass sämtliche Anpassungen hier nicht destruktiv sind. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass die Originaldatei immer gleich bleibt. Alles, was ihr jetzt macht, schreibt Capture One oder Lightroom in die Bibliothek, also in eine separate Datei. Und immer wenn ihr das Foto jetzt anschaut, lädt Capture One die Originaldatei und legt sozusagen eine Anpassungsebene mit all euren Einstellungen darüber. Und das wird euch angezeigt. Was mir als nächstes auffällt, auch wenn man einen Blick auf das Histogramm wirft, es ist etwas dunkel, nicht schlimm, aber ich mache es ein wenig heller. Auch hier die Weißtöne hebe ich das an und dabei achte ich jeweils, dass ich keine Bereiche oder kaum Bereiche ausbrennen lasse. Dann mache ich genau das Umgekehrte noch, ich werde den Schwarzpunkt etwas hinunterziehen, auch das verleiht dem Bild mehr Kontrast. Als nächstes fällt mir auf, dass das Bild etwas bläulich ist, das heißt ich werde hier den Weißabgleich etwas anheben. Es war ein bewölkter Tag, ich habe den Weißabgleich an meiner Kamera praktisch immer auf Sonne eingestellt. Das heißt, das ist soweit auch nicht weiter verwunderlich. So. Wir könnten hier auch diesen Picker benutzen und schauen, was das Programm da macht, wenn man hier einen Wert eingibt. Mir ist das jetzt aber etwas zu warm, ehrlich gesagt. Darum schraube ich das wieder etwas zurück. Und was mir jetzt auch noch auffällt, dieses Problem habe ich oft, ich finde manchmal kommen die Grüntöne einfach zu intensiv rüber. Und natürlich vor allem bei Stadtparks, die am besten noch gedüngt und gewässert sind, da ist das Gras dann etwas zu grün. Was ich hier jetzt machen werde, ist einfach die Sättigung vom Grün etwas hinausnehmen. Also ihr seht, man kann das wirklich auf die Spitze treiben. Ich werde das hier nur ganz schwach reduzieren. Und auch hier könnte ich die Helligkeit von Grün individuell ändern. Und ich glaube, hier werde ich tatsächlich ganz leicht ins Minus gehen. Ihr seht, der Unterschied ist nicht gewaltig. Aber es gefällt mir jetzt doch etwas besser so. Okay, dann zoomen wir mal ein bisschen auf den Mönchsittich hier ran. Was könnte man hier noch ändern? Was ich ganz häufig mache, ist das Auge etwas mehr zum Poppen zu bringen. Ich nehme hier einen Pinsel, markiere das Auge möglichst genau. Ich kann mir das auch mit einer Maske anzeigen lassen, ob ich das einigermaßen getroffen habe. So. Und dann tue ich die Helligkeit etwas hoch, also die Belichtung, den Kontrast und manchmal auch die Klarheit. Es sind jetzt keine weltbewegenden Änderungen, aber es gibt dem Ganzen etwas mehr Brillanz, auch wenn wir wieder rauszoomen. Das ganze Bild lebt etwas mehr. Generell finde ich den Vogel selbst doch etwas dunkel. Ich werde also noch eine Ebene erstellen. Ich benenne die mal möglichst sinnvoll. So. Jetzt fahre ich nur grob dem Sittich entlang, kann das auch noch einmal überprüfen,
Gegebenenfalls könnte ich es auch wieder etwas korrigieren, aber es passt ganz gut. Und jetzt werde ich den Mönch sieht dich selber etwas aufhellen und etwas mehr Kontrast reingeben. So, und ihr werdet euch gleich denken, das sieht viel zu stark aus und da stimme ich absolut zu. Aber jetzt müsst ihr ganz kurz warten. Erstens werde ich jetzt die Kante noch einmal etwas ausbessern. Ups. Und jetzt kann ich das auch hier oben jederzeit zurücknehmen, die Deckkraft, um mich so auf etwas Mittleres einstellen. Ja, und ganz ehrlich gesagt, wäre ich soweit schon fast fertig. Was ich jetzt als allerletztes manchmal noch mache, eine letzte Ebene, versprochen. Hier um den Kopf könnte die Schärfe etwas besser sein. Vielleicht hat er den Kopf etwas bewegt, zudem sind die Federn um den Kopf oder auf dem Kopf meist etwas dünner und feiner und wirken deshalb häufig nicht so scharf wie die auf dem Flügel. Und jetzt werde ich einfach hier die Schärfe noch etwas erhöhen und vielleicht gesamt die Schärfe etwas runterziehen dafür. So, ich glaube, das Foto wäre aus meinen Augen praktisch fertig. Also ihr seht, absolut keine Hexerei. Und dennoch, wenn man sich den Vorher-Nachher-Vergleich anschaut, sieht man da doch ziemlich gewaltige Unterschiede. Ja, ich hoffe, der kurze Einblick in meine Bearbeitungstechnik hat euch gefallen. Und ja, falls Interesse besteht, kann ich mir auch gut vorstellen, noch ein weiteres Video zu machen, wie ich zum Beispiel mit starkem Bildrauschen umgehe oder auch wie ich die ganze Bildverwaltung, Dateiverwaltung mit Ordnern, mit Schlagwörtern, mit Sternchenbewertungen, Farbkodierungen und so weiter mache. Ansonsten bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Fotografieren. Ciao!